Ist mir aufgefallen, das ist tatsächlich ein Gesicht, ne? Hast du denn noch mehr von diesen Gesichtern? Oh, was ist das denn? Da ist hier was runtergefahren. Wolltest du das mal eben aufheben? Das sind ja noch mehr Bilder, ne? Zeigst du mir die auch mal? Oh, was sind das denn für Bilder? Elefantenrüssel. Elefantenrüssel. Okay, ich hatte jetzt ehrlich gesagt gedacht, das wären irgendwelche Penisse. Kann das auch sein? Hm? Das sieht man doch, dass das Elefantenrüssel sind. Ja gut, wenn du das meinst. Ich meine, du hast es ja schließlich gemalt, ne? Und das sieht ja so ähnlich aus wie auf dem Spiegel unten, ne? Naja, ich würde dich jetzt erstmal wieder in Ruhe lassen. Ist das okay? Ja. Und dann unterhalte ich mich nochmal mit deinen Eltern, ne? Johannes Tondera glaubt, dass Junia sehr wohl weiß, was sie da malt. Der Grund für das Verhalten der Elfjährigen erschließt sich dem Sozialarbeiter allerdings noch nicht. Kurz darauf gibt es jedoch einen ersten überraschenden Hinweis. Ja, ich war ja gerade oben, ne? Und ich habe da auch ein bisschen was zu erzählen und auch erfahren. Vielleicht Tim jedes Mal das Junia. Nee. Jetzt erst was essen. Hallo. Hallo. Ich kann mir vorstellen, das ist mein Sohn Michael. Hi. Und das ist dein Freund Ernst. Hallo. Ich bin der Johannes. In der Küche gab es dann auch wieder ein paar Informationen. Zu dem Gespräch ist dann der Bruder Michael und sein Freund gekommen. Ich habe ja erst gedacht, da kommt nicht zustande, weil ich bin ehrlich gesagt ja auch nicht viel weitergekommen. Aber dann gab es eine Information von dem besten Freund des Sohnes. Und das war ganz interessant. Ja, die Frage ist halt, wo hat sie das gesehen? Ne? Warum macht die das so? Das kann ich mir jetzt natürlich auch erstmal noch nicht erklären. Ne? Ja. Habt ihr eine Idee? Also ich weiß, ich denke zumindest, dass Junia den Ennis ganz nett findet. Was? Hallo? Nein. Ach, die ist immer wirklich übernett und ich mag ihn wirklich. Ich bin 17. Hallo? Ja. Natürlich nicht. Man weiß ja nie. Nein. Kennen wir jetzt lange genug und mit 11, also nee, ist noch ein Kind. Also du bist ja sicher, dass... Du bist dir sicher, dass sie nicht für dich schwärmt? Nein, ne? Natürlich nicht. Aber was mir da direkt einfällt, ist, wenn man 11 ist, klar, dann hat man so einen bestimmten Level. Aber es gibt auch welche, die sind schon frühreif. Ne? Da kann ja, hat ja keiner Schuld dran. Ne? Das passiert halt schon mal. Ne? Das glaube ich nicht. Junia ist ja 11 und in diesem Alter hat man eigentlich noch nicht so das Bedürfnis, irgendwelche Penisbilder zu malen oder sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Natürlich gibt es da Ausnahmen. Das sind dann Jugendliche, die dann eher als frühreif bezeichnet werden. Und ob das bei Junia der Fall ist, das würde ich gerne mal prüfen. Hi Junia. Hallo. Ich wollte mal einmal kurz mit dir sprechen. Also kannst du einmal aufhören? Ich wollte mal... Junia? Also ich wollte doch mal ganz kurz mit dir... Hi, Junia. Ja, vielleicht. Hallo. Hi. Hallo, wie war das Training? Gut. Aber anstrengend, aber gut. Ne? Hör mal bitte auf, so rumzutröten, okay? Hallo, Süße, lass es mal bitte. Nein. Doch, lass mal. Gib mir bitte die Tröte her. Fang mich doch. Nein, ich fang dich jetzt nicht. Komm, gib sie mir her. Gib sie mir her. Du weißt ganz genau, dass heute Abend noch Gäste kommen. Immer geht es nur um das eine. Ja, so ist es halt. Gib mir jetzt die Tröte her, bitte. Hey, hast du dir wehgetan? Nein, alles gut. Ist dir was passiert? Sicher, alles gut? Ja, alles ist gut. Draußen im Garten habe ich mitbekommen, dass sie eigentlich sehr verspielt ist. Die Junia hat da auch mit ihrem Bruder auch ein kleines Katz-und-Maus-Spiel gemacht. Für mich jetzt erstmal kein typisches Anzeichen dafür, dass man frühreif ist und schon Richtung Erwachsenenalter geht. Natürlich konnte ich das definitiv noch nicht sagen und deshalb habe ich mir eine kleine Aktion einfallen lassen. Ich habe hier in meinem kleinen Koffer eine Überraschung dabei. Und damit können wir ein super Spiel machen. Aber bevor wir das machen, würde ich mich ganz gerne noch ein bisschen mit dir unterhalten. Na? Wie findest du denn deinen Bruder so? Kommst du gut mit dem aus? Ja. Und der Ennis, der Freund von deinem Bruder, wie findest du den so? Normal. Was heißt normal? Er ist halt der Kumpel von meinem, von meinem Bruder. Hm. Na gut, aber es gibt ja manchmal Jungs so, ne? Also es gibt ja immer so verschiedene Kategorien. Ne? Komm mal mit. Und zwar gibt es ja welche, die kann man leiden, dann gibt es welche, die kann man nicht leiden und dann gibt es welche, die findet man vielleicht sogar besonders gut, ne? Das weißt du ja auch, oder? Und es aber ich finde nicht Ennis besonders gut, der ist einfach nur ein normaler Mensch für mich. Okay, aber es hätte ja sein können, dass du sagst, ja, den finde ich besonders gut und so, aber du sagst nein.
Okay, dann glaube ich dir das jetzt auch erstmal, ne? Sollen wir mal das Spiel machen? Okay. Alles klar, dann gehen wir mal hier an den Tisch. Und ich habe hier verschiedene Karten mitgebracht, ne? Okay. Komm, wir machen mal ein bisschen Platz. Nachdem klar war, dass Junia noch sehr kindlich ist und auch nicht auf den besten Freund, auf den Ennis steht, da war natürlich klar, jetzt müssen wir mal in eine andere Richtung gucken. Was mir aufgefallen war, dass sie gesagt hat, es dreht sich immer nur alles um das eine. Und was dieses eine ist, das wollte ich von ihr gerne wissen. Also, was findest du besser? Zum Beispiel shoppen gehen, dafür stehen hier die Röcke, ne? Oder lieber ein Brettspiel machen? Natürlich ein Brettspiel. Natürlich ein Brettspiel. Okay, dann legen wir das mal zur Seite. Was findest du besser? Zum Beispiel ein Jugendlichenmagazin lesen, wo was über Pop und Musik und so drin steht, ne? Und was im Moment so angesagt ist. Oder lieber mit den anderen spielen? Was für eine Frage. Natürlich mit den anderen spielen. Okay. Bei der Aktion ist rausgekommen, dass Junia tatsächlich noch sehr verspielt ist und sich für Sachen entschieden hat, die auch eher ihrem Alter entsprechen und weniger für die Sachen schwärmte, die sie vielleicht in 3-4 Jahren gut findet. Was findest du besser? Zum Beispiel mit den Puppen hier zu spielen, ne? Die kennt sie ja. Oder mit den Jungs unterwegs sein oder mit einem? Mit den Puppen spielen. Okay, jetzt haben wir hier noch eine Karte. Da ist ein Herz drauf. Mhm. Was würdest du denn mit so einem Herz verbinden? Liebe. Liebe. Und wen liebt man so alles? Familie. Deine Familie. Gibt es noch andere, die man lieben könnte? Nur Familie. Oder in die man verliebt ist? Nein, nur Familie. Okay. Dann packe ich das jetzt auch da drauf. Und du hast ja sicherlich schon gemerkt, warum ich das frage. Und zwar wollte ich ganz gerne mal von dir wissen, ob du eigentlich noch so ein richtiges Kind bist und gerne was spielst und so. Oder ob du schon sagst, ich interessiere mich schon für Jungs, bin schon ein bisschen... Nee, ne? Das habe ich auch gemerkt, dass du das nicht so drauf haben willst. Aber ich verstehe dann überhaupt nicht, warum du dann diese Penisbilder malst. Wolltest du es mir nicht sagen? Ich weiß nicht. Ja, guck mal, was mir aufgefallen ist, ist, dass du gesagt hast, es dreht sich immer nur um das eine. Was könnte das denn sein? Ja, okay, ich sag's. Ja? Dann erzähl mal. Also, ich wollte im Restaurant die Kundin verscheuchen, damit meine Familie mehr Zeit mit mir verbringt und dass ich mehr Zeit mit dem verbringe. Mhm. Okay, das finde ich interessant. Dann würde ich mal vorschlagen, wir gehen mal rein und besprechen das mit deinen Eltern zusammen, okay? Johannes Tondera ist gespannt, wie die Eltern auf Junias Geständnis reagieren werden. Immerhin hat die Elfjährige mit ihren Penisbildern die Existenz der gesamten Familie aufs Spiel gesetzt. Der Hotelchef ist sogar kurz davor, den Gastronomen zu kündigen. Das ist ja super, jetzt sind alle zusammen. Also, wir haben draußen ein kleines Spiel gemacht, ne? Und bei dem Spiel ist dann rausgekommen, und da wirst du mir ja recht geben, du interessierst dich noch nicht so richtig für Jungs, ne? Gott sei Dank. Ja, aber eines Tages kommt der Tag, das kann ich schon versprechen. Ne? Aber kann ruhig noch ein bisschen dauern. Genau. Die Frage, die dahinter steht, ist natürlich, manche sind ja halt schon ein bisschen weiter in der Entwicklung. Wir hatten das Thema frühreif. Und meiner Meinung nach können wir das jetzt erstmal ausschließen. Gott sei Dank. Ach, sind wir erleichtert. Das erklärt aber noch nicht, warum wir diese Bilder jetzt immer überall vorfinden. Und darüber haben wir uns auch unterhalten. Und nach langem Hin und Her sind wir doch auf die Lösung gekommen, oder beziehungsweise du hast es mir erzählt. Und ich glaube, jetzt ist es mal ganz gut, oder wäre es mal ganz gut, wenn es deinen Eltern auch mal erzählst. Also ich wollte die Gäste verscheuchen und es tut mir leid. Was? Warum? Wieso machst du sowas? Warum willst du Gäste verscheuchen? Verstehst du das nicht? Ich habe euch alle vermisst, am meisten dich. Die Eltern hatten das Problem, dass sie Prioritäten setzen mussten. Sie mussten gucken, wir haben ein gewisses Zeitbudget, das müssen wir aufteilen, Arbeit und Kinder und Familie. In diesem Fall war es ein bisschen schwierig, weil die Arbeit halt viel Zeit in Anspruch genommen hat und auch noch der Bruder einspringen musste, sodass für Junia leider nicht viel Zeit übrig blieb. Hey Junia, ich vermisse dich doch auch, aber du siehst doch, wie es Mama gerade geht. Wenn sie weiterarbeitet, dann hat sie noch mehr Schmerzen, dann kann noch länger nicht arbeiten gehen. Du weißt, ich mach doch gerne was mit dir, okay?
Es wird alles besser, aber Mama muss erst mal wieder gesund werden. Deswegen arbeite ich auch so viel. Alles wird besser werden. Das sind nur noch 4 Wochen. Wir haben ja jetzt einiges schon durchgestanden. Und es kann nur besser werden. 4 Wochen noch, Schatz. Es ist ja auch so, wenn man in dem Alter auch ist, dann möchte man natürlich das Ziel erreichen. Man macht sich aber vielleicht auch gar keine Gedanken, was das für Konsequenzen hat. Ne? Genau. Also ein leeres Restaurant ist ja schön und gut, dann hat man ein bisschen mehr Zeit. Aber wenn man dann arbeitslos ist. Also da hast du uns keinen Gefallen mitgetan. Wir verzeihen dir das, aber bitte rede in Zukunft mit uns. Ja? Am Ende bin ich froh, dass dieses Verhalten von Junia darauf beruht, dass sie ihre Eltern vermisst und nicht auf das, was die Mutter unter Umständen vermutet hat. Da ist doch diese Antwort und diese Lösung doch sehr harmlos und da können wir alle glücklich sein. Und wir versprechen dir auch was. Ja. Nämlich, dass wir heute Abend alle hier bleiben und hier gemeinsam essen. Ja. Wir alle 4 zusammen. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Eine Familie. Und das machen wir als Familie. Ja? Boah, das finde ich aber ein super Angebot. Genau. Und apropos Essen, ich habe aber jetzt schon Hunger. Und ich finde, wenn man in einem Restaurant ist, dann könnte ich doch mal fragen, ob es eine Karte gibt, oder? Auf jeden Fall. Die kommt sofort. Nehmen Sie ruhig schon mal Platz. Ja, danke. Junia hat verstanden, wie wichtig der Restaurantbetrieb für ihre ganze Familie ist. Gleichzeitig freut sich die 11-Jährige darauf, dass ihr Bruder schon sehr bald wieder mehr Zeit für sie hat. Die Schülerin malt weiterhin gerne, allerdings keine zweideutigen Bilder mehr.